Wir sind in der siebten Klasse und aus aktuellem Anlass und weil es in das Thema Wärmelehre sehr gut reinpasst, behandeln wir heute das Wetter. Genau. Das Wetter hängt ganz, 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 ganz doll mit Wärmelehre insofern zusammen. Wir hatten ja gesagt, CH2O, ich erinnere, die spezifische Wärmekapazität, also wie viel Wärme kann Wasser aufnehmen, beträgt rund, also rund genug, 4,2 und jetzt Kilojoule pro Kilogramm und Kelvin. Das heißt, nochmal übersetzt, wenn ich einen Liter Wasser um ein GRD, schreibe ich jetzt mal als Grad statt Kelvin, um 1 Grad wärmer mache, verbrauche ich 4,2 Kilojoule. Ein Liter Wasser, ein Kilogramm Wasser. Um ein lumpiges Grad, das ist fast gar nichts, wärmer machen, verbrauche ich 4,2 Kilojoule. Nochmal zur Erinnerung, das bedeutet, ich müsste 100 Kilogramm Bücher 4 Meter hochschleppen. So viel Arbeit brauche ich bloß, damit das Wasser ein bisschen wärmer wird. Also wenn ich mechanische Energie umwandeln könnte, direkt in Wärmeenergie, dann müsste ich 100 Kilogramm Bücher oder 100 Kilogramm irgendwelche Gegenstände, müsste ich in den nächsten Stock schleppen, um 4 Meter höher schleppen. Das ist wirklich richtig viel Energie. Und jetzt müsst ihr euch auch was klar werden. Jetzt stellen wir uns mal Folgendes vor. Wir haben einen See irgendwo und dieser See wird durch allerlei Wärmestrahlung etwas wärmer. Das kennen wir alle. Wir haben jetzt im Ostseetemperaturen 15 Grad, ne? So ungefähr 15 Grad Celsius, kann man sagen, ungefähr. Das ist nicht doll. Wir nehmen irgendeinen Badesee. Also ich kenne Badeseen, die haben derzeit, na jetzt wieder bloß um die 20 Grad, die hatten bis zu 22 Grad Wärme. Das ist die eine Sache. Was ist aber, wenn die Wärmestrahlung aufhört? Was kann das Wasser machen? Es kann seinerseits Wärme abstrahlen. Und das ist das Verrückte. Wenn ich das mit diesem Wert hier betrachte, dann kann ich mir vorstellen, wenn dieser große See nur um 1 Grad wärmer wird, kälter wird wieder, dann hat der ein Energievermögen für jeden Liter. Und hier habe ich Milliarden, ach Quadrillionen Liter drin in so einem Badesee. Und jetzt von den Weltmeeren mal ganz abgesehen. Und das ist einer der wesentlichen Gründe, weshalb wir so ein Wetter haben. Das ist überhaupt der ganze Grund, weshalb sich das Wetter so drastisch auswirkt, so drastisch ändert und so weiter. Das ist die eine Betrachtung. Die andere Betrachtung, Feld, Wald und Wiese anliegend, die kühlen sich wesentlich schneller ab. Jetzt kann ich mir durchaus auch wieder was anderes vorstellen. Wenn die sich wesentlich schneller abkühlen, naja, was heißt das? Ich habe hier drastische Temperaturunterschiede. Und eins wissen wir auch, wärmere Luft steigt nach oben. Wenn wärmere Luft aber nach oben steigt, irgendwann muss sie auch wieder runterfallen, kommt sie abgekühlt hier wieder runter. Jetzt mache ich mal einen ganz kleinen Ausflug in eine Gewitterwolke, damit ihr mal ahnt, was ungefähr für Gewalten da passieren. Wir nehmen eine Gewitterwolke. Und wenn man jetzt im Sommer schön aufpasst, sieht man, dass man, wenn man die von der Seite sieht, dass die aussieht wie so ein Amboss. Also wenn man in der Ferne eine Gewitterwolke sieht, nebenbei, das ist ungefähr eine Höhe hier von 10 Kilometern. In 10 Kilometer Höhe, da läuft die Gewitterwolke oben auseinander an der Tropopause. Die Troposphäre ist die wetterwirksame Schicht in der Atmosphäre, die geht bis ungefähr 10 Kilometer. 10 bis 11 mal 9 und so weiter. Aber in dieser Höhe, da ist Schluss mit dem Wetter. Deswegen, nicht nur deswegen, aber deswegen ist es auch so angenehm, hier oben mit dem Flugzeug lang zu fliegen. Wenn ich hier oben nämlich fliege, dann habe ich nicht solche Probleme mit dem Wetter, denn, und auch keine solche Wahnsinnsturbulenzen, denn hier passiert Folgendes. So eine Gewitterwolke, da gehen Gewalten hoch und runter. Hoch, aufsteigende Luft und runter. Aber richtig brutal runter, herabfallende Luft. Nebenbei in dieser Höhe hier oben haben wir um die 56 Grad Celsius, aber minus. Jetzt wird euch auch klar, warum es Hagel geben kann.
Nochmal zur Gewitterwolke. Marie? Wenn hier Luft aufsteigt und auch noch ein bisschen feucht ist und sich hier oben zu kleinen Eiskörnchen zusammenklumpt, wir haben über unterkühltes Wasser geredet, und an unterkühltes Wasser gerät, dann bilden sich lauter Hagelkörner. Und wenn die dann wieder herunterfallen, und ich komme jetzt zur Geschwindigkeit, dann wissen wir alle, was schon passiert ist. Wir haben mittlerweile Rekordhagelgrößen von 20 cm schon erlebt. Auch hier in Mitteleuropa. 20 cm, man muss bloß mal vorstellen, was das für ein Batzen ist. Wenn der einen trifft, zur Geschwindigkeit. Wir haben Abwärtsgeschwindigkeiten von um die 160 km pro Stunde. Noch schlimmer, wir haben Aufwärtsgeschwindigkeiten von bis zu, nicht grundsätzlich, 200 Kilometer pro Stunde. Mit 200 Kilometer pro Stunde saust der Wind hier hoch. Wenn ein Fallschirmspringer es geschickt anstellt, kann er bis 200 Kilometer pro Stunde schnell fallen, wegen des Luftwiderstandes. Es haben Leute, die ein bisschen wahnsinnig waren und nicht solchen Gewitterwolken aus dem Weg geflogen sind, es haben hier etliche Flieger ihr Leben gelassen, beziehungsweise die, die es überlebt haben, wurden in Höhen um die 8 Kilometer mit hochgerissen. Die konnten gar nichts machen. Die haben ihren Fallschirm abgeworfen und haben versucht, so runterzukommen und unten dann mit dem Reservefallschirm ganz schnell noch, also die letzten 100 Meter zu landen. Die hatten gar keine Chance. Die wurden in die Wolke oben mit hochgerissen. Ich sage nicht, dass jede Gewitterwolke so ist, aber so sind Gewitterwolken durchaus. Es ist mal ein Flugzeug hereingeflogen und hinterher sah das Flugzeug so aus. Wenn das die Tragflächen normalerweise sind, müsste ja normalerweise das Leitwerk auch rechtwinklig über der Ebene der Tragflächen stehen. Das Flugzeug, was das überlebt hatte, hatte ein verbogenes Leitwerk. Das heißt, der Rumpf wurde komplett verdreht. Kann man sich vorstellen, was da für Gewalten sind? Und das alles nur, oder das alles vor allem, weil wir nun mal so viel Wärmespeichervermögen im Wasser haben. Das wäre das eine. Jetzt eine andere Sache zum Wetter. Wenn ich mir einen Kontinent anschaue, ich mache den Kontinent nochmal jetzt ganz schematisch. So, das sei mal jetzt hier ein Stückchen große Erde. Und ich habe hier in der Nachbarschaft Wasser. Und zwar hier und hier und hier. Die Windrose reingelegt hieße, hier oben hätte ich Norden. Dann habe ich hier Westen, Osten, Süden. Wenn wir mal ganz modellhaft sagen, wir wohnen hier, ungefähr hier. Und das sei jetzt unser Kontinent Europa. Ich lasse jetzt mal die ganzen Kleinheiten, Feinheiten weg. Ich komme dann gleich nochmal drauf auf der richtigen Wetterkarte. Dann haben wir hier im Süden das Mittelmeer. Und dann haben wir hier, jetzt mache ich es mal ein bisschen gelber, schon Afrika, die Wüste Sahara. Und jetzt ist der einzige Trick zu sagen, das ist der große, letztendlich der ganz große Trick, wie kriege ich das mit dem Wetter raus? Ganz einfach. Wir haben derzeit Nordwestwind. Welche Farbe nehme ich denn dafür? Ich nehme mal diesen Wind. Wir haben Nordwestwind. Der kommt hier. Hier kommen die Luftmassen über Wasser. Das heißt, sie nehmen Feuchtigkeit auf. Wir haben alle schon mal gesehen, dass eine Pfütze austrocknet, wenn Wind andauernd darüber rauscht. Wir haben alle schon mal erlebt, dass wir, wenn wir einen Föhn in die Haare halten, es bei Wind schneller geht, dass die Haare schneller trocknen, ne? Und auch wenn der Wind noch so kalt ist, wir wissen, kalt ist nur ein relativer Begriff. Solange das Wasser nicht gefroren ist, nimmt der Wind, und selbst wenn es gefroren ist, nimmt der Wind Feuchtigkeit auf. Das ist der Grund dafür, dass wir derzeit so eine feuchte Wetterlage haben. Jetzt wissen wir noch was. Am Nordpol ist es kalt und der Nordpol ist relativ näher hier bei uns in Wismar als der Südpol. Also der Nordpol für uns heißt, wenn Wind aus Norden kommt, das heißt also eine Nordkomponente hat, wird es kälter. Jetzt könnte man sich noch was überlegen. Jetzt gehen wir mal weiter in Richtung Osten, in Gedanken. Hier haben wir Russland, hier haben wir einen riesigen Kontinent, wir haben riesige Landflächen. Jetzt lassen wir den Wind mal aus Russland kommen, mal direkt aus Osten.
Hat er da irgendwelche Wasserflächen? Nö, also muss der Wind trocken sein. Das kennen wir alle im Sommer. Sehr schöne trockene Luft, zwar ganz schön warm, aber schön trocken. Und in der Nacht relativ frisch. Weil dieser trockene Wind, ja, der hat nicht viel Wasser drin. Und auch das Wasser, was in der Atmosphäre drin ist, muss irgendwie erwärmt werden. Mit anderen Worten, wenn der Wind über Land kommt, ist er trocken. Wenn er aus Osten kommt, kommt er über Land. Das brauchen wir uns bloß an der Weltkarte klar zu machen. Ich komme gleich auf die Karte. Jetzt nehmen wir mal den Wind direkt aus Süden. Manchmal wird in den Nachrichten erzählt, dass der Wind, der aus Süden kommt, sogar gelblich aussieht. Das heißt, er hat Saharasand mitgebracht. In München hat man manchmal schon richtig gelben Himmel gesehen. Und manche Leute erzählen von knirschenden Zähnen. Das liegt wirklich an dem Sand, den der Wind aus Süden mitgebracht hat. Noch was. Der muss aber übers Mittelmeer. Warme Luft, die über ein schönes, gemütlich warmes Mittelmeer kommt, nimmt nochmal Feuchtigkeit auf. Deswegen ist es im Sommer so schwül. Wir bleiben jetzt mal beim Sommer. Wir kommen gleich auf den Winter. Im Sommer Westwind, reiner Westwind, der sieht so aus. Der hat sich aus dem Atlantik einen richtigen schönen Schluck Wasser geholt und wir haben ständig wechselhaftes Regenwetter. Ja, das ist nicht schlecht, aber es ist auch nicht gut. Wir haben Nordostwind. Hier in Wismar kennen wir das ganz besonders gut. Der Wind kam zwar erstens Norden kalt, aber er kam zwar über die relativ kleine Ostsee, aber auch da holt er sich einen Schluck Feuchtigkeit. Was haben wir hier? Immer so ein Nieselregen, ne? Typisch Nordostwindlage. In der Meteorologie sagt man immer, der Wind kommt aus. Das heißt, wenn ich sage Nordost, dann kommt er aus Nordost. Die Windrichtung, wo er hinweht, ist jetzt in diesem Fall unbedeutend. Nehmen wir mal den Wind aus Südost. Südkomponente heißt, es ist warm. Aber Achtung, wir dürfen nicht vergessen, hier haben wir Atlantik. Hier ist Atlantik. Und wenn hier der Atlantik ist, dann ist der Atlantik hier wärmer. Ja, das schon. Und jetzt kommt aber noch ein Vorteil dazu. Bis er bei uns ist, regnet sich einiges ab. Nämlich über Spanien schon und Frankreich. Und das ist nicht mehr ganz so nass. Und es ist relativ warm. Relativ warm. Wir brauchen also bloß eins zu machen. Wir brauchen eigentlich bloß den Finger in den Wind zu halten und zu überlegen, wo kommt denn der Wind her? Dann kann man sich ja mit der Uhr, mit Kirchenschiffen, mit Kompass natürlich sowieso, kann man sich orientieren, wie ist denn die echte Windrichtung? Es geht nicht in der Stadt zwischen den Häusern, da kann er sich mal ganz drehen, der Wind. Aber Wetterfahnen haben wir hier überall. Gucken, wo kommt der Wind her und überlegen und sagen, ach so, naja, dann ist das Wetter wohl auch entsprechend. Noch was. Es gibt Druckgebiete. Druckgebiete, insofern hat jeder schon mal gehört. Ein Hoch über den Molukken soll uns nicht jucken. Oder weiß der Kuckuck was? Ich meine jetzt hoher Druck. Hoher Druck, wir kommen später noch in Physik auf Druck zu sprechen. Die Grenze zwischen Hoch- und Tiefdruck ist 1013 Millibar oder 1013 Hektopascal. Wie das ganz genau funktioniert, sage ich noch. Achtung, Pause. Also 1013 Hektopascal oder 1013 Millibar und so weiter. Das sind solche Ausdrücke, da komme ich aber noch drauf. Früher sagte man noch 760 Torr von Torricelli. Aber ist jetzt, wir nehmen mal unseren typischen, das ist der Standarddruck, auf den sich viele Dinge beziehen. 1013 ist nicht hoch, ist nicht tief. Ein Tief hat aber im Allgemeinen so drücke um die 900 bis 990 Hektopascal. Ein Hoch, ein schönes Hoch, hat 1030 Hektopascal. Jetzt einfach bloß mal so hinnehmen. Das ist jetzt nicht ganz so wichtig. Aber was anderes ist wichtig. Ein Hochdruckgebiet, das hat deswegen hohen Druck, weil die Luft herabsinkt auf die Erde. Diese herabsinkende Luft, die fließt aber letzten Endes aus dem Hoch heraus und irgendwo hin, wo weniger Druck ist, nämlich zum Tiefdruckgebiet. Jetzt, wie läuft der Wind um ein Hochdruckgebiet? Und das kann man sich mit der rechten Hand merken. So rum. Man nimmt einfach den Daumen der rechten Hand und drückt auf das Hochdruckgebiet drauf. Ich zeige das jetzt mal hier. Man drückt hier drauf und die Finger zeigen automatisch in die richtige Windrichtung. Das reicht. Nur Hochdruckgebiet merken reicht, denn automatisch muss das Tiefdruckgebiet nämlich anders funktionieren. Ich mache mal kurz Pause, wir machen das mal kurz mit dem Druck. Also das nochmal dazu. Ja, der Hinweis kam, dann müssten ja hier diese Pfeile falsch sein.
ist auch was dran. Ich meine jetzt die herausfließende Luft. Und so eindeutig sind die Druckgebiete nicht, wenn wir gleich auf der Karte sehen, dass man immer sagen kann, ja, da muss ja hier jeder Wind so sein. Das ist schon richtig. Natürlich, normalerweise, und da das Tiefdruckgebiet dann andersrum dreht, haben wir wirklich diesen Wind so. Aber manchmal gibt es hier noch ein kleines Randtief am Rande eines großen Tiefs. Und dann, ja, wenn sich das so rumdreht, dann kann man sich durchaus vorstellen, was hier passiert. Dann wird der Wind hier in allerlei Richtungen umgelenkt und so weiter und so fort. Wie ist es denn mitten in einem Druckgebiet, egal in welchem, ob Hoch- oder Tiefdruck, mittendrin ist es windstill. Da haben wir keinen Wind. Logisch? Wo soll es denn hin? Das ist wie, und jetzt nochmal zum Tiefdruckgebiet. Ein Tiefdruckgebiet sieht von meteorologischer Sicht aus wie folgt. Und zwar, und ihr werdet gleich sagen, das sieht ja aus wie ein, wie sieht es denn aus? Ja, wie so eine Galaxie, ne? Und so weiter und so fort. Ja, wie so ein Wirbel. Das sind wirklich Mini-Hurricanes. Und große Hurricanes, die sehen dann wirklich auch so aus. So, was das hier alles ist, das sind Wolken. Und ein Tiefdruckgebiet hat Wolken, ein Hochdruckgebiet hat im Allgemeinen fast gar keine Wolken. Und ein ideales erst recht keine. Hier haben wir klares Wetter, hier haben wir schlechtes Wetter. Das bloß mal nebenbei. Viel wichtiger ist aber zu sagen, wo kommt der Wind her? Ein Haken ist noch, wie kann man denn Wetter vorhersagen? Wir müssen uns Folgendes vorstellen. Wenn ich hier wohne, dann zieht so ein Druckgebiet im Allgemeinen von West nach, na, komm her, von West nach Ost. Das heißt, das war auch mal hier. Und wenn es mal hier war, Tiefdruckgebiet wohlgemerkt, und so rumdreht, dann hatte ich jetzt hier Nordwind, ne? Der kommt nämlich hier aus Norden. Wohlgemerkt ein Tiefdruckgebiet. Warte mal, ich verschiebe das nochmal. Ich schreibe nochmal T rein und mache nochmal einen Windpfeil. Hier schreibe ich nochmal ein T rein. Das sind Isobaren, liniengleichen Luftdrucks, wenn ich so auf die Karte male. Und der Windpfeil ist dann so hier. Na, das fließt ja andersrum. Beim Hochdruckgebiet hoher Druck, Druck mit Daumen. So kann man sich's merken. So, jetzt lasse ich dieses Druckgebiet nochmal über uns hier hinweg sausen. Nehmen wir mal an, das Tiefdruckgebiet ist vor uns. Was haben wir für einen Wind? Südwind, logisch. Südwind ist aber schwül. Und es dauert auch nicht allzu lange, dass diese Wolken, manche Meteorologen sagen, die Ausläufer des Tiefs, das sind aber Wolken, dass diese Wolken uns schon langsam berühren und dass wir dann entsprechendes schwülwarmes und noch feuchteres Wetter bekommen und wenn das Tiefdruckgebiet nah dran ist, dann kriegen wir Regen. Dann irgendwann lässt der Wind nach. Und wenn der Wind nachgelassen hat, dann merken wir, ah, jetzt müssen wir wahrscheinlich im Zentrum des Tiefs sein. Es kann regnen wie Teufel. Und jetzt plötzlich passiert was anderes. Jetzt dreht der Wind auf Nord. Das heißt, er wird kalt und trotzdem nass. Jetzt zieht das Druckgebiet weiter und wir können darauf hoffen, dass, wenn ich ein Tiefdruckgebiet hier hatte, irgendwo hier ein Hochdruckgebiet sein muss. Das heißt, das Wetter muss dann besser werden. Wenn der Wind also auf Nord gedreht hat, dann heißt das, irgendwann muss es jetzt besser werden. Es geht gar nicht anders. Wie das mit den Fronten, Kaltfront, Warmfront und so weiter, das möchte ich jetzt alles hier noch nicht machen, sonst wird auch das Video zu lange. Können wir dann alles noch in extra Fragen klären, wenn es nötig ist. Aber nochmal. Wir können immer davon ausgehen, dass Druckgebiete über uns hinwegziehen. Ich mache mal nochmal ein ideales Druckgebiet dazu. Moment, den nehme ich nochmal weg. Ich nehme nochmal ein schönes Hochdruckgebiet. Das Hochdruckgebiet hat hier wieder eine. Nee, mache ich schwarz, die Isobare. So, das ist das Hochdruckgebiet. Gleich mal den Windpfeil. Der Windpfeil, wir drücken drauf. Also so rum, so rum. So rum, so rum läuft es. Und jetzt kann ich gleich mir, ja, das müsste ja gehen. Jetzt wohne ich wieder hier. Hier wohne ich. Und jetzt lasse ich nochmal unsere Druckgebiete über uns hinwegziehen. Jawohl, schön. So, wie sieht's aus? Wir haben keine Wolken. Hier wohnen wir haben aber Nordwind. Keine Wolken, aber Nordwind. Bei uns in Wismar ist es ein bisschen anders hier. Es kann nämlich Folgendes sein, dass nämlich der Wind aus Norden sich einen Schluck aus der Ostsee holt, einen Schluck Wasser holt. Also wird es nieselig werden. Feucht, auf jeden Fall aber kalt. Jetzt zieht das Druckgebiet
das Hochdruckgebiet weiter. Wir sind im Kern angelangt, also ein bisschen so. Wir haben keine Wolken, es ist schön, kein Wind. Der Wind wird aus unterschiedlichen Richtungen. Man sagt da variabel, VRB wird es abgekürzt, wenn ihr es mal seht. So, und dann wissen wir aber auch, dass das Hochdruckgebiet dann irgendwann mal abziehen wird. Das merken wir aber daran, wie schnell ändert sich das. Wie schnell dreht der Wind auf Süd. Oh, auf Süd. Oh je, jetzt wird es wieder warm. Jetzt wird es noch wärmer. Und wenn es noch wärmer wird, können wir wieder damit rechnen, wenn es so richtig schwülwarm ist. Wird nicht lange dauern. Man braucht dann bloß an den Himmel zu gucken und sieht schon die ersten Wolken. Es wird also richtig böser Regen kommen. Und dann zieht das ganze Ding weiter. Jetzt komme ich hier nicht richtig weiter. Mal sehen. Ne, viel weiter geht's nicht. Aber den Kram, den können wir noch ein paar Mal üben. Das machen wir noch ein paar Mal. Deswegen kann man das Wetter vorhersagen. Da gibt es dann noch ein paar kleine Tricks, kann ich euch noch zeigen. Am allerwichtigsten ist aber das Thema hier. Wo kommt der Wind her? Und wenn ich weiß, wo der Wind herkommt, dann gibt es auch einen Trick, wie man sich das Hochdruck- und Tiefdruckgebiet merken kann. Mal ein schnelles Beispiel. Wenn ich also sage, hier wohne ich, nee, hier wohne ich. So, hier wohne ich und ich habe Wind aus Südosten. Ich halte den Finger in den Wind und sage, jawohl, ne, Finger nass machen kennt ihr ja. Da, wo er kalt wird, da kommt der Wind her. Ich habe Wind aus Südosten. Dann kann man Folgendes machen. Südostwind, dann legt man eine Hilfslinie an. Und zwar genau im rechten Winkel zur Windrichtung. Und sagt, warte mal. Und jetzt drückt man mit dem Daumen einfach, hier muss irgendwo ein Druckgebiet sein. Und hier auch. Drückt man mit dem Daumen einfach hier rauf und sagt, wenn ich hier mit dem Daumen drauf drücke, dann zeigen ja die Finger in die Richtung. Das heißt also, passt das zu dem Wind? Ja, passt. Das ist der rechte Winkel hier. Das meinte ich. Das ist die Hilfslinie. Hier sind zwei Druckgebiete. In Gedanken hinmalen. Und ich sage, passt der Wind hier hin? Ja, er passt zu meinem derzeitigen Wind. Hier. Das geht nicht gegeneinander. Wenn ich das andersrum machen würde, würde der Wind von hier kommen, würde es nicht zu meinem Wind passen. Dann weiß ich ganz genau, was ist hier für ein Druckgebiet. Hochdruck. Dann weiß ich auch, dass hier ein Tiefdruckgebiet ist. Kleinen Moment. Also das muss man nochmal üben. Wie gesagt, das kann ich jetzt mit verschiedenen Winden machen. Das bringt jetzt aber jetzt nicht viel. Was kann man damit anfangen? Wenn ich einmal die beiden Druckgebiete bestimmt habe, dann brauche ich bloß Folgendes zu machen. Dann sage ich, warte mal, wenn der Wind aus Süden kam, dann ist das Hoch schon vorbei. Warum? Weil die Flussrichtung der Druckgebiete ist immer von West nach Ost, hier oben bei uns auf der Nordhalbkugel. Dann ist das Hoch schon vorbei, das heißt, der Wind wird wahrscheinlich drehen. Ja, wenn das Tiefdruckgebiet hier hinzieht, wie wird es dann aussehen? Ich werde noch mehr Südwind bekommen, ich werde bald Regen bekommen. Wenn das Tiefdruckgebiet dann hier hingezogen ist, ne, so rum dreht es. Der Wind, der hellblaue, der stimmt natürlich dann nicht mehr, der ändert sich ja ständig. Dann weiß ich also, irgendwann wird er auf Nord drehen, es wird kalt und dann lauert aber schon das nächste Hoch. Also das muss man dann üben, das machen wir auch auf eine andere Art und Weise, aber das bis dahin. Und das ist der Trick der Wettervorhersage. Einfach zu wissen, wo liegen die Druckgebiete. Aha, der Trick ohne irgendwelche Hilfsmittel. Draußen stehen, Daumen hoch, Finger hoch, nachgucken, wo kommt der Wind her. Druckgebiete festlegen und dann überlegen, wenn die von West nach Ost ziehen, dann war das Hoch schon vorbei, dann kommt jetzt ein Tief, dann wird schlechtes Wetter kommen ein paar Tage, danach wird es wieder gut und so weiter. Das ist der ganze Hintergrund. So, jetzt gucken wir mal auf die Karte. Jetzt gucken wir uns mal an, wie der derzeitige Stand ist. Wir sehen hier für Wismar, hier sind wir. Wir sehen hier eine Nordwestströmung. Das erklärt auch, weshalb das so kalt ist. Und was haben wir hier? Derzeit liegen wir bei 19 Uhr, bei 9 Uhr. Wir haben 13 Grad, wie es aussieht. Wir haben relativ starken Wind hier. Böigen Wind bis 50 Kilometer pro Stunde. Und wir sehen auch die Windrichtung. Und jetzt kann man sich ausmalen. Der kam hier aus dem Norden. Holt sich hier relativ, hier hat er sich ein bisschen abgeregnet, holt sich hier relativ viel Feuchtigkeit aus der Nordsee, kommt hier noch über ein Stück Ostsee, hat auch noch ein Stück Feuchtigkeit. Und deswegen, auch wenn hier Wolkenlücken drin sind, das Graue sind Wolken, hier sind Wolkenlücken, auch wenn mal Wolkenlücken drin sind, die Grundtendenz bleibt relativ kühl. Diese Wolkenlücke sagt aber,
dass wir hier relativ wenig Wolken haben und dass es deswegen noch aufklaren wird heute. Aber das grundsätzliche Wetter ist Nordwestwind und deswegen wird es nicht besser sein. Gucken wir uns das Ganze mal auf der großen Wetterkarte an, wie das in, na komm, auf der großen Wetterkarte, ja, hier Tornados und so weiter. Hier kann man sich Folgendes ausmalen. Schaut mal hier. Hier muss irgendwo ein Hochdruckgebiet lauern. Und das sieht man. Guckt mal, hier dreht der Wind schon langsam rum. Hier kriegt er so eine kleine Kurve. Also lauert hier irgendwo noch ein Hochdruckgebiet. Gucken wir uns das auf der richtigen Wetterkarte mit Hoch- und Tiefs an. Dann sieht es so aus. Und jetzt sieht man auch die Linien, diese isobaren Linien. Gucken wir mal. Die derzeitige Lage, tatsächlich, hier haben wir ein Hoch. Und wir hatten hier so einen Drehwirbel drin. Ich kann jetzt mal nicht zurückschalten. Und hier ziemlich massive Tiefs. Und ein blödes hat's, wenn ihr mal später auf Wetterkarten die isobaren, diese Linien, also ganz eng beieinander seht, da ist sehr viel Wind. Also hier ist derzeit ganz schön viel Wind an der Stelle. Und hier die Tiefs und Hochs. Auf modernen Wetterkarten machen sie die kleinen Strichlein nicht mehr dran. Man sieht sie auf diesen Wetterkarten, weil die Hochs im Allgemeinen rot gemalt sind, die Tiefs blau. Guckt mal hier, was das für ein Luftdruck ist. 1025, das sind 1025 Hektopascal. Hier haben wir bloß noch 1020 und wir liegen blöderweise, kann man sich auch merken, auf so einer indifferenten, also so einer ein bisschen instabilen Linie, nämlich genau auf der 1013 Hektopascal Linie. Hier ist Wismar, hier wo der Finger jetzt ist. Hier ist Berlin, sieht man. Und unser Luftdruck ist eher tief als hoch. Deswegen haben wir auch so ein nicht total regnerisches Wetter, aber ein Wetter, was auch nicht gerade gemütlich ist. Und anhand der isobaren Linie sieht man auch, so rum dreht das Tief, dass wir hier diesen ganzen Wind aus Nord bekommen haben. Der wird hier nochmal umgelenkt und der holt sich immer wieder genug Feuchtigkeit, sodass es nicht ganz sauber bleibt, das Wetter. Also so schön wie hier haben wir es nicht. Mal sehen, wie es weiterhin aussieht. Wir gucken mal auf Samstag, 12 Uhr. Da hat sich schon ein bisschen verändert. Das können Computer mittlerweile relativ gut errechnen, obwohl die sich auch irren. Und dann wird sich unser Wetter auch nicht ändern. Selbst die Windrichtung ändert sich nicht. Also morgen wird es auch nicht besser. Wir gucken mal, wie es hier aussieht. Sonntag. Jetzt schiebt sich schon der höhere Luftdruck etwas besser zu uns. Das heißt, wir haben immer noch Nordwestwind, aber es wird nicht mehr so wolkig. Tief hat Wolken, hoch nicht. Wir gucken mal noch einen Tag weiter, Montag. Moment. Und jetzt schaut mal, dieses Tief, was noch vorher hier seinen Kern hatte, hat sich schon mittlerweile wieder ein Stück nach Osten bewegt. Das hat jetzt aber relativ, naja, 1005 Hektopascal. Das ist nicht mehr allzu ausgeprägt. Man sieht auch, dass hier der Wind wahrscheinlich nicht mehr so stark sein wird. Aber unser schönes Hochdruckgebiet, das hat sich scheinbar aufgelöst. Achtung, die müssten überall ha 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 reinschreiben. Also Hochdruck, 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 Hochdruckgebiet. Machen sie in diesem Fall nicht. Aber hier deutet sich was anderes an. Das sind die Azoren. Das ist eine Inselgruppe. Wenn sich hier ein Hoch bilden sollte, aber dann kriegen wir richtig schönes, langes, stabiles Wetter. Mal sehen, wie es für die nächsten Tage aussieht. Na, was sehe ich da? Na, hier scheint sich ein Azorenhoch zu bilden. Das ist dieses berühmte, schöne Sommerwetter. Winter können wir später nochmal behandeln. Wir hatten ja gesagt, wie das mit den Strömungen funktioniert. Aber Achtung, hier, schaut mal. Wenn ich hier ein relativ kräftiges, das sind immerhin 1025 Hektopascal, hier ein Hoch habe, habe ich leider hier wieder so einen blöden Nordwind drin. Also so schnell wird es nicht besser. Mal sehen, was war das für ein Tag? Nächste Woche Samstag. Wenn das nicht klappt, dann wird sich das Azorenhoch auch nicht ausbilden. Hier haben wir schon wieder das nächste Tiefdruckgebiet. Es ist zum Heulen. Und jetzt hier. Wir werden also auch am nächsten Wochenende noch kein stabiles Wetter haben. Aber das ist alles. Ich möchte jetzt nicht diese Kollegen von Wetter Online hier irgendwie in Misskredit bringen. Die machen einen super Job. Ich halte mich sehr oft an diese Karten. Deswegen habe ich auch diese Seite für mich entdeckt. Aber auch die besten Computer der Welt können solche Unwägbarkeiten vorläufig nicht vorhersagen. Es wird also
nicht möglich sein, auf so lange Zeit schon mal das Wetter genau vorherzusagen. Nicht drauf hören, einfach sich selber sagen, die nächsten, sagen wir mal, 3 Tage, die kann man vielleicht noch überblicken, aber mehr ist nicht möglich. Gut, damit und Herren, gibt es noch Fragen irgendwie zum Wetter? Eine Windrichtung hat man noch nicht, stimmt. Und zwar Südost. Südost schalte ich mal ganz schnell um auf unsere Wetterkarte in hier Südost. Guck mal, wenn der Wind, hier sind wir, wenn der Wind aus Südost kommt, ist er relativ warm. Das, was er sich hier an Feuchtigkeit geholt hat, ist so gut wie abgeregnet. Aber wenn er aus Südost kommt, heißt das, wir sollten uns schon mal klar machen, dass er bald aus Süd kommt und dann wird es richtig schwül. Hier ist er noch relativ trocken. Wenn er hierher kommt, wenn er aus Osten kommt, ist er die ganze Zeit über Land gefahren, der Wind, und konnte sich keine Feuchtigkeit holen. Deswegen ist es hier so trocken. Okay, ich schließe das Video an der Stelle nochmal ab mit einem freundlichen. Genau.